Wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal mit Flugzeugen beschäftigt und das werden wir auch heute noch tun, weil es gibt da ein paar so Grundpapierflugzeuge, die muss man einfach kennen. Also wenn man das noch nicht erlebt hat, dann fehlt etwas. Und es macht ja Spaß auch, sich mit dem Fliegen zu beschäftigen. Immerhin beschäftigt es die Menschen ja schon seit einigen Jahrhunderten. Und wie lange ist es jetzt ungefähr, dass wir fliegen? 120, 130 Jahre? Passt, wir machen das jetzt noch mit unseren Flieger. Auf geht's. Was machen wir heute? Ich habe wieder ein Blatt Papier da. Das kann ruhig beschrieben sein. Das ist nicht so tragisch. Ein Lineal. Ein Bleistift. Eine Schere. Das sollte eigentlich genügen für heute. Das letzte Mal haben wir da was abgeschnitten. Das sparen wir uns heute. Aber wir schreiben uns wieder U drauf für die Unterseite und O für die Oberseite, dass wir wissen, wie funktioniert das mit dem Flugzeug. Schritt Nummer 1. Ich nehme eine Ecke und falte sie da herunter auf die andere Seite. So dass der Kater drüber steigen kann. Jo, und wo ist denn jetzt da? Na, so wird das nix sein. So, jetzt ist der Kater wieder weg. Also, wir haben die Ecken da so herübergefaltet, dass die Kanten genau da bei der Kanten ist. Dann machen wir das Ganze wieder auf und machen das gleiche mit der anderen Kanten. Ich muss mir das fast umdrehen, sonst sehe ich es besser, weil jetzt muss diese Kante bei der Kante liegen. Schön nach vorne den Knick. Dann machen wir das Ganze wieder auf. Und jetzt drehen wir das um, dass wir das außen da haben. So, und da fahren wir jetzt mit diesen beiden Ecken genau auf diese beiden Ecken. Und wenn wir da gearbeitet haben, genau, dann treffen sich jetzt alle drei Faltungen genau in einem Punkt. Ja, jetzt drehe ich es also wieder um. Um habe ich gesagt, also das U unten wieder oben ist. Und so wie beim letzten Flieger nehme ich da diese beiden Falten auf der Seite und führe die da so zusammen und dann wird das da eh schon so dreieckig. Und dann quetsche ich das flach zusammen. Fertig ist die Geschichte. So, was haben wir als nächstes gemacht? Da, diesen einen Flügel. Da haben wir jetzt diese Kante genau auf die Mitte hergefalten, sodass diese Spitze genau auf die Flugzeugspitze kommt. So. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Nächster Schritt, gell, ich habe jetzt da diese beiden Flügel da hereingefalten. Das kann man so hochnehmen. Und diese Kante falten wir jetzt herein zur Mitte. Das gleiche machen wir mit der anderen.
Und wenn wir das gemacht haben, machen wir es wieder auf. Dann machen wir die äußere Kante und bringen sie zur Mitte. Also so. Und auch hier auf der anderen Seite die äußere Kante, da außen, zur Mitte. Ja, und jetzt, wenn wir das wieder auffalten, ja, sehen wir schon, da haben wir da so zwei Faltungen. Und die können wir jetzt beide gleichzeitig in die Mitte falten. So. Und dann muss man da mit dem Rest, der da so übrig bleibt, den muss man so zusammenquetschen. So, dass er genau bei der Spitze da oben sich umlegt. Passt. Genau, das schaut dann so in etwa aus. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Beide herein. Und genau bei der Spitze legen wir es um. Und der nächste Schritt. Das geht hier gar nicht anders, gell? Ich drehe das Flugzeug um. Und falte es dann herum. Das geht eh nur genau bis zu diese zwei Ecken da. Wieder zurück. Fertig ist die Sache inzwischen. So, im nächsten Schritt falten wir die beiden da genau in der Mitte, so dass sich da diese Ecken alle decken. Dass sich die Ecken decken, das reimt sich auch. Okay, jetzt haben wir also so beieinander. Und jetzt kommt's. Nicht genau bei der Ecken, sondern, mein Gott, nein. Zwei Finger breit ungefähr, da mache ich mal einen Strich. Das ist nicht so tragisch, muss nicht einmal bis zur Hälfte sein. Und dann so schräg noch zurück. Und das tue ich jetzt ausnahmsweise mal, gell, während ich beide Flügel zusammenhalte. Also schneiden, einmal. So, und einmal so. Wechseln Sie. Und diese beiden, okay, man muss immer wieder schauen, da ist unten, da ist oben. Es kann sein, dass ich das vorher schon gemacht habe. Ich muss natürlich so falten, dass O da zusammengeht. Der Effekt ist der gleiche. So. Jetzt habe ich also das O oben, das V auch nach oben. Und diese beiden Ecken, die man da ausgeschnitten hat, da haben wir da ein Dreieck. Da fehlt noch die dritte Seite und die entsteht, indem ich einfach diese Spitze da so nach oben fällt, dass es da genau am Rand entlang geht. So und so. So, da. Ein paar Sachen muss man jetzt noch beachten. Gell, wenn ich den halte, dann halte ich ihn da unten. So wie vorher den Flieger. Aber das darf mir jetzt da nicht passieren. Ich habe ihn verkehrt rum. Dass diese Seitenruder da so nach innen geklappt sind. Gell, also wenn der so gefaltet ist, vom Winkel her, diese beiden senkrecht stehenden Dinger, die sollten immer genau nach oben gehen. Und nicht irgendwie V-förmig sein. Passt. Und jetzt können wir zur Spielwiese gehen. Okay, also wir nehmen das Flugzeug da unten und spielen uns so wie das letzte Mal mit dem Kunstflieger und lassen ihn einfach fliegen.